Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123. Ja, und wir haben doch in der letzten Folge die ganzen Aufgaben abgeschlossen. Die Quests sind durch. Die Questen, die Queste. Die Questen haben wir geschafft. Oder ist da noch etwas? Fortschritt, sie kehren zurück. Ich bin mir sicher, sie kehren alle zurück. Halt, Moment. Vielleicht Ghoul. Vielleicht die noch nicht. Da schauen wir aber doch mal hier rein. Erkundet. Adam Bruce West. Warum erkundet er? Amanda Coxcott. Moment, wir sortieren das hier mal schön. Kehrt heim. Erkundet. Ja, da sind genau drei Leute noch unterwegs am Erkunden. Es steht keine Zeit dabei. Nun, das werden dann also die Leute sein, die gerade noch auf dem Weg zur Aufgabe sind. Zur Quest. Die werden das wahrscheinlich dann erledigen. Wollen noch, wie lange brauchen sie, um anzukommen? 5 Stunden. 5 Stunden, aber keine Minute. Ja, trotzdem brauchen sie noch 5 Stunden. Schade, die tägliche Quest, die wird uns sausen gehen diesmal. Da werden wir also auf den Schrott verzichten dürfen. Ich finde, Stufe 50 ist auch ganz schön haarig. Wenn sie Stufe 50 voraussetzen, dann wird das eine ziemlich heftige Aufgabe sein. Wahrscheinlich wieder mit Todeskrallen und so weiter. Ja, wir schicken erstmal sowieso niemanden los. Aber wir lesen mal, was sich dahinter verbirgt. Ansonsten können wir die tägliche Quest hier wohl auch gleich ausixen. Und dafür vielleicht eine andere bekommen. Wer weiß das schon. Wir brauchen also mehr Schrott. Beschaff welchen. Im Ödland liegt viel Schrott rum. Doch manchmal braucht man genau den. Schrottsammler. Ja, ja, wir machen nichts. Das machen wir nicht. Ja, was machen wir denn dann? Wir warten darauf, dass die Leute zurückkehren. Na, da können wir aber in dieser Folge lange warten. Da wird nichts passieren. Was wir dann machen können hier, wir haben ja immer was zu tun. Es ist ja nicht so, dass uns hier langweilig wäre. Niemals. Zum einen wird doch gleich wieder ein Angriff kommen, da bin ich mir sicher. Zum anderen können wir hier ein paar Sachen verwerten und daraus die Lupe ziehen und den Wecker. Und das war's dann schon. Hier haben wir noch eine Pistole zum Verwerten. Okay. Keinen Schrott erhalten daraus. Naja, die war ja auch, das war ja auch nur eine kleine Waffe. Ja, bald können wir schon dahergehen und die ganzen Waffen verwerten oder verkaufen, wahrscheinlich dann eher, die unter 20 sind. Denn wir gehen langsam so in die Richtung, dass wir Waffen haben, die über 20 sind. Zumindest die selbst hergestellten sind schon so gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier das gehärtete Scharfschützengewehr auch noch verwerten sollen. Denn das ist jetzt auch nicht so gut. Die Plasmapistole hier, die können wir Dave verwerten. Einen 2-Wecker bekommen wir daraus und wir bekommen 2 Globen daraus und 2-mal dieses Mikroskop. Ja. Und das gehärtete Scharfschützengewehr. Ach, was soll der Geiz? Weg damit. Okay. Da bekommen wir wenigstens 3 Lupen raus. Eine Kamera und eine Schaufel. Ja, die können wir dann nachher dann wieder verkaufen oder so. Davon haben wir doch schon so viele. Da war doch noch eine Plasma-fokussiertes Lasergewehr. Nein, es war, meine ich, noch eine 2. Plasmapistole. Vielleicht haben wir sie ja schon verteilt. Ja, vielleicht. Von einem Schlachtermesser können wir uns aber auch nicht trennen irgendwie, oder? Und von dem Messermesser. Ja, das findet man ja nicht so häufig, oder? Wir haben erst eins. Ja, liebe Welt da draußen, wir können aber mal eines machen. Hier ist nämlich noch jemand ganz ohne Waffe. Und der bekommt jetzt erstmal hier eine schöne Waffe von uns. Moment, Stärke haben sie da unten. Oh, welche Waffe war denn das? Für welche Waffe braucht man denn Stärke? Wie finden wir das raus? Jetzt sind sie hier unten am Arbeiten. Wir bräuchten eine Waffenwerkstatt, eine leere. Dann könnten wir gucken, was die Waffen für Voraussetzungen haben. Leider sieht man das nicht anderswo. Sollen wir ihm das gnadenlose Raiderschwert geben? Oder das Küchenmesser? Das wäre doch auch ganz nett. Moment mal. Ja, hier ist er.
Den Collie hat er. Joe Snyder. Ach, wir machen das wie immer. Die beste Waffe, die wir haben, geben wir ihm. Außer das Raider-Schwert. Das eben nicht hier. Das gnadenlose Raider-Schwert. Das behalten wir erstmal. Gehärteter Flammenwerfer. Ich glaube, das könnte er haben. Oder das Schlachtermesser. Gehärteter Flammenwerfer ist schon okay. Und unsere gute Nicole Baker hat hier eine getunte, ein fokussiertes Lasergewehr. 12 bis 15 Schaden richtet es an. Da wäre das Gauss-Gewehr aber schon besser. Oder der taktische Junkjet. Aber den, dafür braucht man mit Sicherheit Stärke. Das Gauss-Gewehr soll sie bekommen. Schön. Da ist aber noch ein Neuzugang eingegangen. Und zwar Alan Barry. Wo ist denn Richard Newton geblieben? Haben wir den etwa schon rausgeschickt? Ich glaube nein. Alan Barry erstmal. Er kann ja nicht mit der Faust, mit der bloßen Faust gegen Red Skorpione oder was kämpfen. Also bekommt Alan Barry... Oh, haben wir noch ein Scharfschützengewehr? Das würde ich ihm jetzt ganz gerne geben. Nein, leider nicht. Denn er hat Endurance und ich glaube Perception brauchen wir für das Scharfschützengewehr und nicht Endurance. Ja. Egal welche Waffe, jede Waffe wäre besser als seine bloßen Fäuste gerade. Das Gleisgewehr, nein, das vergeben wir lieber an Leute, die rausgehen oder so. Ja, fokussiertes Lasergewehr, bitteschön. Ach, Red Kakerlaken, kein Problem für euch, oder? Das schafft ihr schon. Ich meine, das müsstet ihr schaffen. Da hüpfen sie. Aber nochmal, wo ist Richard Newton, der Neuzugang? Wo ist er geblieben? Paul Jones. Ah ja, der kann auch ruhig weiter Pause machen, dann finden wir ihn nachher schnell wieder. Der soll ja wieder ins Ödland. Jetzt überlege ich aber gerade, dann macht er aber die ganze Zeit hier gar nichts. Also so ein bisschen irgendwo reinstecken, so kurz können wir ihn schon, glaube ich. Damit er wenigstens etwas macht und die Produktion hier zum Beispiel die Energieproduktion vorantreibt. Oh, da ist ja jemand fertig geworden. Was war das gerade? Was hat hier so gepiept? Das Radio unten? Nein, irgendwas hat gerade interessant gepiept. Wahrscheinlich, weil hier unten jemand aufgestiegen ist. Aufgestiegen, ihr wisst schon. Ja, Richard Newton ist verschwunden. Ach, das geht doch nicht. Ja gut, wenn wir so suchen, brauchen wir ewig. Wir gucken mal einfach in unsere schlaue Liste. Die ist doch schlau. Sortieren nach. Ja, wenn er neu ist, dann wird er ja wahrscheinlich nicht so hoch gestuft sein. Sarah Simmons ist wohl auch neu. Warum ist die auf Stufe 1? Christine Mitchell. Auch, was machen die denn bloß im Sendezentrum? Die steigen ja überhaupt nicht da auf. Hab ich den Eindruck. Da passiert ja gar nichts mit denen. Oder hier im Club. Carol Parker, das sind alles welche, die habe ich schon öfter gelesen, die Namen, die sind doch länger hier bei uns schon. Roy Barton, der ist... Also die sind schon länger bei uns hier oben, die drei. Und da passiert gar nichts, stufentechnisch passiert nichts. Sie steigen einfach nicht auf. Egal, wir suchen... Richard Newton, Stufe 10 ist er. Im Superreaktor ist er. Ach so, den haben wir... Was war das denn jetzt?
Ich höre hier schon Geräusche. Ich dachte, da hätte jemand wieder etwas entdeckt im Ödland draußen. Ja, er hat nämlich auch keine Waffe. Richard Newton. Stufe 10 und er hat Stärke. Okay, da wissen wir doch schon, was er bekommt. Taktischer Junkjet. Ja. Oder was hatten wir? Das Gleisgewehr hier? Nein. Taktischer Junkjet. Läuft denn sonst noch jemand unbewaffnet hier rum? Schon möglich, wenn wir hier in unsere schlaue Liste nochmal gucken, wäre es möglich, dass Sarah Simmons keine Waffe hat. Doch, sie hat auch ein Gleisgewehr schon. Christine Mitchell hat ein Scharfschützengewehr. Carol Parker. Carol hat ein fokussiertes Lasergewehr. Ein getuntes Lasergewehr sogar. Gar nicht so schlecht, die Waffen. Hey, hey. Und Roy Barton, er hat auch eine Kampfflinte. Alan Barry hat ein Lasergewehr, ein fokussiertes Lasergewehr sogar. Gabriel Ross, er hat nur seine Faust. Ja, da haben wir doch einen Kandidaten schon gefunden. Ja, statt der Faust, was hat er denn? Glück hat er viel. Da bekommt er von uns dann ein glückliches... Moment, er ist der Ninja, ja? Dann bekommt er eben ausnahmsweise mal das gnadenlose Raiderschwert verpasst. Peng. Da kann er bestimmt gut mit umgehen. Ja, wen haben wir als nächsten? Gabriel Ross war das. Christian Barton. Christian Barton haben wir hier noch im Kraftcenter. Und er hat eine Waffe, aber keine gute, oder? Eine rostige, abgesägte Schrotflinte. Na komm. Da kann er aber was Besseres von uns haben. 6 Schaden richtet sie nur an. Was haben wir denn da Schönes? Ein rostiges Gaussgewehr soll er dann haben. Ist auch rostig. Er kennt sich ja schon aus mit Rost. Die abgesägte Schrotflinte hat ja auch schon Rost angesetzt. So, und wen haben wir als nächsten? Christian Barton war das. Joe Snyder. Der ist auch relativ neu. Er hat eine gute Waffe. Ach, das haben wir ja erst vor kurzem. Haben wir ihm die Waffe gegeben. Joe Snyder. Dann haben wir Marie Henriquez. Auch sie hat schon eine Waffe. Alles ist gut. Mary Henriquez. Richard Newton haben wir gerade geguckt. Was ist mit Jack? Jack hat noch gar keine vernünftige Waffe. Er hat immer nur seine Faust zur Verteidigung. Und er bekommt von uns das Schlachtermesser. Was hat er denn für ein Outfit an eigentlich? Beichtvater Cromwells Lumpen. Einen einzigartigen, glaube ich. Ein einzigartiges Outfit. Perception, Endurance, Intelligence und Luck bekommt er dadurch. Ja, wenn er so glücklich ist, als Beichtvater, könnte er doch das Schlachtermesser. Das kann er bekommen. Ja, weiter geht es. Das war Jack. Sarah Clark. Sarah Clark hat hier, glaube ich, diese einzigartige Waffe, der einsame Wanderer. Ich glaube, das sind einzigartige Sachen. Das war Sarah Clark. Megan Murray. Sie hat eine Waffe, eine Kampfflinte. Megan Murray mit der Kampfflinte. Edward Barton. Auch er hat eine Waffe, eine Laserwaffe. Edward Barton. Dann haben wir Megan Warner. Auch sie hat eine Kampfflinte. Sehr gut. Megan Warner und Donna Frosts. Sie hat einen Flammenwerfer. Ich glaube, dann können wir das jetzt auch mal sein lassen. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle durch. Megan Frost war das gerade. Nancy Pratt. Noch ein letzter Blick. Ja, sie hat zumindest eine Plasmawaffe. Gut, ich denke mal, dass jetzt alle hier bestückt sind mit Waffen. Da war doch gerade irgendwas mit Pfeil nach oben hier. Über dem Kopf. Und wenn ich mal so gucke, dann sind wir schon am Ende der Folge. Ein letzter Blick nochmal in unsere Bewohnerliste hier, um herauszufinden, wann wir denn die nächsten Aufnahmen starten dürfen. 11 Stunden. Roy Barton im Casino braucht 11 Stunden und 12 Minuten. Da könnte das also was geben, dass wir da dann nochmal eine Aufnahme machen. Eventuell, wahrscheinlich aber sehr viel später. 15 Stunden hier im Sportcenter. Da sieht die Sache schon wieder anders aus.
Und die anderen sind ja alle unter einer Minute fertig. 11 Stunden Akademie. Mich interessiert es da vielleicht doch mal mehr, nach Job zu sortieren und zu gucken, wie lange brauchen die Leute, bis sie zu Hause sind. 21 Stunden, ja, das ist schon eine ganz andere Adresse. Also entweder wir machen heute Abend nochmal eine kleine Aufnahme oder warten dann brav bis morgen. Dann sind auch alle zurückgekehrt. Vielleicht, nein, bis übermorgen wahrscheinlich. Irgendwer braucht doch noch länger, oder? War es das jetzt? Ja, wir sind am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Luft holen. Macht's gut und tschüss.